Hallo Leute und willkommen zurück zu Factorio. Ja, im letzten Part haben wir ja mal erstmal für genügend Energie gesorgt. Also jetzt brauche ich erstmal die. Ja, und jetzt können wir uns so langsam mal dran machen, die. Ach ja. Mal so langsam dran machen. Ich habe sowieso was gesehen. Hier unten habe ich irgendwas falsch gemacht. Wo war das denn? Da. Da ja eigentlich sowieso nur. Das Zeug langkommt, brauche ich da keine Intelligenten für. So. Aber hier. Der soll mir mal so ein bisschen hier die gelben Knickarme runterpflücken. So. Muss ich mal gucken. Wo baue ich das am besten? Weil ich brauche Schaltkreise und Eisenplatten. Schaltkreise kriege ich von hier. Oder von hier. Würde ich sagen, pflücken wir sie von hier runter. Schaltkreise. Jetzt muss gucken, wo bauen wir es am besten? Wenn dieser scheiß Felsen nicht wäre, ne? Jedenfalls die intelligente Knickarmproduktion können wir hier aufstellen. So. Brauchen wir jetzt noch Eisenplatten und die gelben Roboter. Eisenplatten kriegen wir von dort. Oder hatte ich Eisenplatten? Nee, hatte ich nicht auf ein Ex. Habe ich nicht auf ein Förderband. Nirgends. Ja, das ist jetzt leider so ein bisschen blöde. Das heißt, noch ein hiervon. Ja, soll mir mal hier. Mal gucken, ob das geht. Die Eisenplatten rauspflücken. So, dann hätten wir das schon mal. Jetzt noch die gelben von oben. Die gelben Roboter von oben noch. Müssen wir bloß mal gucken, wo wir die durchführen. Ah, ich habe schon einen Plan. Ja, wie ich schon gesagt habe, das wird jetzt alles schon komplizierter. Dahin liefern.
Andersrum. Du holst mir die hier runter. Das geht mal wieder alles nicht, ja. Müsste ich das Band umlegen. Das Eisenband umlegen. Muss ich das Eisenband umlegen? Ich weiß, ich mache mir das wahrscheinlich schon wieder komplizierter, als es ist. Aber momentan... Ja, mir fehlt auch einfach die Routine, dass ich mal so ein bisschen hier genau weiß, das brauche ich für die Produktion und so weiter, ne? Ja. Die mal zusammengeführt. Das. Darunter. So. Na, bis jetzt haben sie jedenfalls noch nicht angegriffen wieder oben. Schon mal gut. Jetzt will ich mal kurz was ausprobieren. Ja. Jö. Kein Felsen mehr. So kriegt man also die Felsen weg. Verstehe ich aber nicht, wieso man das nicht mit Raketen weghauen kann, ey. Nee, 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 nee. Das ist mir zu gefährlich. Da eine Granate reinzuwerfen. So. Dann haben wir das. Das und das. So. Ich dachte eigentlich, ich hätte noch welche. Produzieren wir davon auch nochmal 10 Stück. So, die Eisenplatten, das haben wir, ja. So, und dafür brauchen wir dann auch wieder Schaltkreise, also normale Schaltkreise und die blauen. Das heißt, ich kann die Schaltkreise dann von hier auch runternehmen. Packst du denn mit dem blauen auf ein Förderband? Ich sehe gerade, ich habe mich selber so ein bisschen beschädigt. Und ich habe das... Alter, scheiße. Mann. Ja, das meinte ich eben. Ja. Das meinte ich ja eben. Deswegen ist mir das so ein bisschen zu gefährlich, dass ich halt dass ich halt da hinten das Ding wegsprenge, weil die Granaten, die haben schon ganz schön Explosionsradius, ne? Naja. Nee, aber ich sehe aber auch keine andere Fabrik. Naja. Ach ja.
das mal ein bisschen mehr durchgemixt wird hier. Jo, also genügend haben wir auf jeden Fall. Genügend Eisenerz. Sollten wir jedenfalls erstmal. Ja, meine ich ja. Ne, ich wollte gerade nochmal kontrollieren, ob ich die jetzt überhaupt da aufstellen kann. So, das heißt, die erstmal so hoch wie nur möglich. So. Da kann ich dann die Fabrik aufstellen oder die Fabriken. Ich will gleich gucken, dass ich wenigstens zwei aufstelle. Zwei von denen. Die mir dann halt die blauen herstellen. Ja, aber dazu brauche ich auch wieder ein paar rote. Ja, es scheint schon ein bisschen dumm, wenn halt mehr als zwei Ressourcen gebraucht werden, ne? Ich glaube sogar, irgendwas hatte sogar vier Ressourcen oder sogar noch mehr gebraucht. Ich glaube sogar fünf Ressourcen. Irgendwas war da. So. Ich wollte schon sagen, was fehlt denn jetzt noch? Ja. Das da oben können wir eigentlich lassen. Ja. Baue ich die jetzt nach dahin? Ja gut, ich könnte das Fließband noch ein bisschen umlegen. So ist es nicht. So, weil davon wollte ich wenigstens auch nochmal zwei aufstellen. Ja, das heißt, ich müsste wirklich dahin. Müssen wir das Fließband hier auch nochmal umlegen. So. Ah, da war es doch eben. So. Das. Naja. Vorteil hat es ja jetzt, ne? Dass man halt hier die blauen produziert. Trotzdem brauche ich nochmal einen grünen. Ich weiß jetzt nicht mehr, ob man die blauen noch irgendwo für gebraucht hat. Naja, aber jedenfalls, ich kann schon mal das so weit runterlegen hier. So, wo bist du? Da. Ja, da brauchen wir nochmal die. Oh, sorry. Die normalen. So, dann hätten wir wenigstens schon mal die intelligenten Knickarme für die blauen.
Und jetzt brauchen wir noch rote Schaltkreise und Batterien. Batterien haben wir schon. Das heißt, wir brauchen noch die roten Schaltkreise. Die brauchen wiederum normale Schaltkreise, Kupferkabel und Plastik. Kupferkabel kamen hier hinten raus. Deswegen hatte ich da ja eigentlich auch schon zwei gebaut. Aber ich wüsste jetzt nicht, wie ich die... So, mal gucken, wo geht das denn hin? Das geht dahin. Nee, da muss ich eine neue Fabrik bauen. Oder wenn ich das so mache. Wenn wir das so machen. Da gehen dann zwar so ein bisschen die Eisenplatten mit, aber nee. So. Brauche ich nochmal zwei intelligente. Ja, da sind die Intelligenten doch schon wieder eigentlich nicht schlecht. Das brauche ich gerade nicht. Das können wir da reinpacken. Ja, aber ihr seht es ja, die kommen jetzt eigentlich... Ja gut, momentan wird auch nichts mehr verbraucht. Ne? Ja, das heißt, ich muss hier einen aufstellen. Und eigentlich hier einen aufstellen... der mir die... nee, wo ist es denn jetzt schon wieder? Klappt das? Natürlich nicht. Naja, machen wir es halt so. Müssen wir halt so einen kleinen Umweg gehen. Jetzt muss ich halt dann bloß gucken, wie ich rauskomme. So. Du pflückst mir die runter. Du besorgst mir die Kabel. Okay. Ja, wie gesagt, ich muss jetzt halt zusehen, wie ich hier wieder rauskomme, ne? Ja, ihr werdet gleich sehen, was ich vorhab. Was mir eigentlich gar nichts bringt. Aber so. Naja. Gut, das hatte ich schon irgendwie... In irgendeiner Folge hatte ich das schon mal gesehen. Und habe mich selber so ein bisschen drüber aufgeregt. Dass ich das halt so gebaut habe. Ne? Naja. So.
Lass dahin. Theoretisch könnte man es sogar noch anders machen. Ich muss ja noch irgendwie zusehen, dass ich halt hier auch irgendwie durchkomme, ne? Irgendwie muss ich ja da raus. Was mal wieder nicht geht. Tja, ich hoffe, dass jetzt nicht zu viel kaputt geht. Scheiße. Alter, hat das ein Radius, ja. Das ist krass. Ja, ich hätte das... Das ging mal mit Raketen, das weiß ich. Weiß ich ganz genau, dass das mal mit Raketen ging. Da sogar die hier hinten hat's erwischt, ja. Ja, die hätte ich mal so ein bisschen bei der Basis benutzen können, ne? Dann halt so. Ja, ich weiß, ich will das jetzt unbedingt hier lang kam. Ne? Das ist schon nicht unbedingt schön, was ich hier mache, ne? So. Ja, da ist auch alles voll. Das ist ein bisschen ärgerlich ist das. Ich weiß nicht so richtig, wo ich hier weitergehen soll. Ne, mir fehlen jetzt wirklich die Mods. Eigentlich die... wo es sehr viel längere Förderbänder gibt. Also das wundert mich schon so ein bisschen, ne? Dass ich oben nicht angegriffen werde. Ja, aber weil ich sehe, ich habe noch so viel Holz in der Tasche, ne? Das will ich jetzt auch eigentlich mal loswerden. Holz brennt aber halt nicht so lange wie Kohle. Na.
Da noch so ein bisschen das Eisen. Das geht leider nicht. Machen wir es da rein. Also jedenfalls Reparaturpakete habe ich auf jeden Fall noch genügend. Ach ja, was ich hier für einen Umweg gehe, ne? Nur um diese zwei Materialien dahin zu holen. Naja. So. Noch einer leer. Upsa, das war einer zu viel. Jo. Ja. Schön, kann ich nämlich da lang. Ja, doch alles so ein bisschen nicht so schön gebaut, ey. Das ist halt das Negative. Na jedenfalls, Leute, ich würde mal sagen, dann machen wir mal Schluss für heute. Ja, ich bedanke mich wieder vielmals fürs Zuschauen. Über Daumen, Kommentare würde ich mich auf jeden Fall sehr freuen. Würde mich auch freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao.